Vier Dosen Suppe. Das ist ja unglaublich. Und eine Flasche Wasser und ein Koffer. Hat irgendjemand damit gerechnet, dass man jemals wieder diesen Anblick sehen wird? Ich, wie ich hier sitze und dieses... Nein, ich sag's nicht, dieses Spiel spiele. Okay, ich wollte jetzt eigentlich noch ein Wort davor sagen, aber nein. Ich spiele dieses großartige Produkt der Unterhaltungsmedienindustrie. Ich bin wahrscheinlich gerade dabei, einen furchtbaren Fehler zu begehen. Aber jetzt bin ich schon hier und ich kann nicht mehr raus. Also, keine Ahnung. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu, und ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage, willkommen zurück zu 60 Seconds, dem Spiel, was mich fast wahnsinnig gemacht hätte. Ich weiß, ich habe ursprünglich gesagt, ich spiele das hier niemals wieder, aber irgendwie habe ich in letzter Zeit doch wieder Lust, 60 Seconds zu spielen. Das ist komplex. Dieses Spiel und ich haben eine äußerst komplexe Beziehung, die sich, glaube ich, mit Hassliebe am besten beschreiben lässt. Wir mögen uns, aber wir brauchen auch ab und zu gegenseitigen Abstand. Und ja, deswegen bin ich jetzt wieder hier und tu mir das an. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur dieses eine Video wird oder vielleicht eine ganze neue Serie. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ja, wir spielen wieder 60 Seconds und das ist alles, was zählt. Ich starte ein neues Spiel und wir werden sehen, wo es hinführt. Ich spiele den klassischen Modus. Ich weiß, es gibt inzwischen auch Challenges. Das ganze Spiel ist jetzt auch auf Deutsch. Das heißt, die haben einiges dran gemacht. Ich spiele aber klassisch Überleben, weil ich will das Zeug nicht auch noch sammeln müssen. Und ich spiele das auf Leicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war es auf Normal. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, ist Leicht schon schwer genug zu gewinnen. Also spiele ich das auf Leicht, beziehungsweise Little Boy. Auf ins Abenteuer. Yay. Welch großartiges Abenteuer das doch werden wird. Ich freue mich jetzt schon. Wird super, wird niemand sterben, wir werden hier rauskommen, easy game, easy life. Tag 1, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie das durchgerechnet wird. Wir haben zwei Flaschen Wasser hier oben und hier unten einen großen Kübel, ich weiß aber nicht mehr, wie viel der Kübel wert ist. Ich habe eigentlich grundsätzlich vergessen, wie man das Spiel spielt, aber wir haben ziemlich gute Sachen. Okay, und das sind alle hier, aber das ist in dem Modus ja immer so, nice. Ich werde das nicht alles lesen, by the way, das meiste davon kenne ich schon, es ist jetzt halt auf Deutsch. Okay, ich weiß übrigens auch, sie überleben es auch, wenn man sie nur alle 5 Tage, also wenn man ihnen nur alle 5 Tage zu trinken und zu essen gibt. Aber dann werden sie, glaube ich, schneller krank? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache es so bei 3 bis 4 Tagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ist irgendwas Besonderes passiert? Am ersten Tag gibt es nichts, Leute. Tut mir leid. Nein. Es ist nichts Spektakuläres passiert. Okay, mal schauen, was wieder für Zufallsereignisse kommen. Bei meinem Glück werde ich irgendwie an Tag 10 von Raidern überrannt und dann ist alles vorbei. So, keine neuen Song, alle sind brav, genau, allen Leuten geht's gut. Expedition. Aber ist das nicht so, wenn ich sie zu früh rausschicke, dann werden sie verstrahlt und kommen nicht wieder? Ist das nicht ein Ding? Ich schicke noch keinen raus. Und wenn ich jemanden rausschicke, sollte das, glaube ich, Timmy sein. Ich muss mir gerade das Spiel wieder beibringen. Ich denke gerade laut, das mache ich grundsätzlich immer, aber jetzt mache ich es mehr als sonst. Ja, ich schicke dann Timmy raus, aber nicht jetzt. Okay, es geht allen gut oder auch nicht. Spinnen. Spinnen. War da nicht was mit Spinnen? Wenn ich die Spinnen nicht erschlage, dann kann Mary Jane doch zu einem Supermonster werden. War das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich lasse die Spinnen jetzt mal ihr Ding machen. Weil vielleicht wird dann Mary Jane infiziert. Oder alle sterben. Das könnte genauso sein. Wer weiß. Wir werden sehen. Da ist es. Ich habe Erfolg gekriegt. An Tag fucking 3. Wirklich. Mary Jane infiziert an Tag 3. Ich möchte anmerken, ich habe das schon mal versucht. Als ich das Spiel überhaupt das erste Mal gespielt habe, wurde mir das gesagt, dass das geht. Und ich habe es versucht. Es hat aber nie funktioniert und jetzt habe ich das an Tag 3 gemacht. Ich habe das Spiel über ein Jahr nicht gespielt. Ist das dein Ernst jetzt? Wie kann man so viel Glück haben? Okay, kann richtig schlafen. Okay. Da muss ich das Medkit benutzen, sonst werden die Leute wahnsinnig und das kann ich nicht haben. Ich weiß es nicht. Ich benutze mal das Medkit. Mal schauen, was passiert. Okay, es geht allen Leuten gut. Fucking Mary Jane. Das Gesicht, ne? Minus ein Medkit. Okay. Und jetzt brauchen alle Wasser. Ich gebe mal allen Wasser. Ich glaube, wir haben ja mehr. Ja, genau. Wir haben mehr als genug. Und Mary Jane braucht nichts, ne? Stand da nicht. Genau. Mary Jane braucht keine Ressourcen mehr.
Das ist sehr gut, weil die frisst von allen immer am meisten, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ich schicke Mary Jane raus. Bumm. Und keine Ahnung, was soll sie mitnehmen? Nix. Ich glaube nicht, dass sie was braucht in dem Zustand. Und selbst wenn. Ich habe eh nicht viel. Karten, Boy Scouten, Radio. Nee. Taschenlampe, Schloss. Ich lasse es mal so. Ich schicke sie mal so raus, ohne alles. Okay. Die Leute von der Regierung werden kommen, wir sollten Augen und Ohren ihnen aufhalten. Dafür ist das Radio gut. Das weiß ich noch. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur das Radio... Besteht nicht eine Gefahr, dass das Radio kaputt geht, wenn ich es benutze? Richtig, das geht doch. Aber ich muss es benutzen, ne? Sonst kann ich nicht hier raus. Das ist unmöglich. Wenn es kaputt ist, raste ich aus. Und Mary Jane ist wieder da. Was hat sie mitgebracht? Das Radio ist noch in Ordnung. Was hat sie mitgebracht? Ja, ist egal, wo sie war. 2 Flaschen Wasser. Und ein Medkit. Die Frau ist broken. Jetzt braucht sie was zu essen. Und die anderen brauchen Wasser. Okay. So, ich krieg was zu essen. Und die anderen brauchen Wasser. Eigentlich sollte ich sie jetzt rausschicken, so oft es geht, ne? Weil die scheint sich ja recht gut zu halten da draußen, auch ohne größere Gegenstände. Also ja, ich mache standardmäßig mal Expedition. Bewaffnete Leute. Och, nee. Ich glaube, das ist neu. Das kenne ich nämlich nicht. Open in the name of freedom ist es Dings. Preston Jarvi aus Fallout. Da will er, dass ich eine Siedlung verteidige. Bewaffnete Leute. Ich weiß nie genau, was ich machen soll. Und ich denke dann wieder Ewigkeiten drüber nach, was jetzt das Beste ist. Weißt du was? No risk, no fun. Komm, fuck it, ich mach auf. Bin ich tot? Wäre nicht cool. Wäre echt nicht cool, wenn ich tot wäre. Haben die mir ein Gewehr gegeben? Das war gerade eben noch nicht da. Die haben mir eine Flinte gegeben. Eine Gruppe bewaffneter Teenager, wahrscheinlich Highschool-Schüler. Die haben uns den Knall. Warum? Okay, Wasser und... Timmy braucht Essen und alle brauchen Wasser. Okay. Ich hoffe, Mary Jane bringt was mit. Ich hoffe, die ist nicht raus, ne? Weil ich habe die jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, beim letzten Mal hat es nicht so lange gedauert, bis die gekommen ist. Radio. Genau. Radio muss ich immer benutzen, wann immer das möglich ist. Mary Jane ist wieder da. Ich habe die Luke gegen... Dieses fucking Gesicht. Oh mein Gott. Das ist mehr Wasser als vorher. Ich sehe es erst jetzt. Okay, was hat sie mitgebracht? 4 Suppen und 6... 4 Dosen Suppe, das musste jetzt sein, Entschuldigung. 4 Dosen Suppe und 6 Flaschen Wasser und eine fucking Karte. Ich will nicht sagen, ich habe easy gewonnen, aber... 4 Dosen Suppe und 6 Flaschen Wasser, Mary Jane ist absolut OP in dem Status. Und Mary Jane ist wieder da, Tag 19. Was hat sie diesmal mitgebracht? Noch mehr Suppe, das ist mehr Suppe, wie ich sehe. Komm. Das ist noch mehr Suppe. 4 Dosen Suppe. Das ist ja unglaublich. Und eine Flasche Wasser und ein Koffer. Was? Okay. Knurren in der Dunkelheit, ein paar Meter entfernt, blitzt ein wildes Paar. Das ist der Hund. Das ist der Hund. Taschenlampe. Das ist der Hund. Richtig? Ja, Tag 25. Ich hab den Hund. Beziehungsweise nein, noch nicht. Der kommt wieder. Also der ist jetzt weggegangen, genau. Genau, der kommt nämlich wieder. Okay, jetzt müssen alle trinken. Und Ted hat Hunger. Aber zum Glück habe ich mehr als genug davon. Ich kann ein bisschen gönnen, okay? Es kriegen alle ein bisschen was. So, mal wieder. Mach mich stolz. Es ist so. Okay, es ist schon extrem broken, doch. Also, wow. Mary Jane in dem Zustand ist quasi unsterblich, habe ich das Gefühl. Timmy ist ziemlich zermürbt. Allen anderen geht's gut. Okay, sonst noch irgendwas super Wichtiges. Räuber an der Tür. Die uns ein grausames Ende vorhersagen, wenn wir sie nicht sofort reinlassen. Ich werde mich nicht ergeben. Die Knarre habe ich nicht, aber das bringt mir nichts ohne Munition. Ich mache das Schloss. Dann kann ich sie nämlich abwehren. Genau. Bumm. Richtig? Jetzt geht's nämlich. Jetzt kriegen sie die Tür nicht auf. Es wird geschossen, aber es geht allen gut. Genau. Okay, cool. Jetzt ist das Schloss aber weg. Timmy ist hungrig. Okay. Langsam wird's Zeit. Ich würde langsam echt gern gerettet werden. Der Hund ist wieder da. Genau. Genau, wir müssen ihn jetzt füttern. Ich muss ihm Suppe geben und dann kommt er irgendwann wieder.
Das kostet jetzt eine ganze Dose, aber ich habe ja eh mehr als genug davon. Cool. Schon wieder Raider. Langsam wird's lächerlich. Langsam wird's echt lächerlich. Ich muss die Axt benutzen. Ich werde mich nämlich nicht ergeben. Es könnte sein, dass jetzt jemand drauf geht. Aber das ist meine letzte Verteidigungsmethode. Schuss, Tag 33, unverwüstlich. Okay, keine Ahnung, was das heißt, was ist passiert. Die Axt ist weg, okay, aber sie haben es geschafft. Und Mary Jane ist wieder da. Oh, das ist ja unglaublich. Ach so, wenn ich das mache, falle ich auf. Deswegen kommen die Raider hierher, ne? Hat sie irgendwas gefunden? Eine Dose Suppe und zwei Flaschen Wasser. Ich lasse sie jetzt erstmal hier unten. Weil das mit den Raidern nimmt langsam aber sicher Überhand. Mary Jane muss was essen. Allen anderen geht's gut. Okay. Ist das jetzt dein Ernst? Es sind schon wieder Raider. Dieses Mal kann ich mich nicht verteidigen. Ach, ist das jetzt dein Ernst? Das ist doch total lächerlich. Das ist total lächerlich. Wie oft haben die jetzt angegriffen? Dreimal. Sie haben jetzt dreimal angegriffen. Das ist jetzt das vierte Mal. Ich kann nichts machen. Ich muss weiter drücken. Ich habe keine Waffe, kein Schloss und... Tag 36. Ist jemand tot? Es ist keiner tot und keiner verletzt. Wie ist das möglich? Mary Jane. So ist das möglich. Okay, Timmy ist hungrig. Nicht Mary Jane, Timmy. Ich war geistig total abwesend, weil mich das Bild irritiert hat. Are you serious? Mary Jane ist Beschützerin dieses Bunkers. Okay. Ich werde mich nicht weiter beschweren. Das ist ja super. Pancake. Okay. Er bellt uns an, vielleicht sollen wir ihm folgen. Ah, das muss ich machen, glaube ich, ne? Der zeigt mir nämlich irgendwas. Ich muss die Karte mitnehmen. Oder muss ich die Karte mitnehmen? Ich glaube, ich muss die Karte mitnehmen. Richtig? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal die Karte mit. Vielleicht geht die dann aber kaputt. Ich weiß es nicht, Tom. Random Chance. Aber ich will den Hund haben. Das ist alles, was zählt, der Hund. Wenn die Karte jetzt kaputt ist. Sie ist noch da. Und der Hund hat uns, glaube ich, irgendwas gezeigt jetzt, ne? Drei Dosen. Das ist nice. Pancake kam zu uns, aber er ist schwer verletzt. Soll ich? Ich glaube, der ist ziemlich gut, weil er kann helfen, den Bunker zu verteidigen und auch Sachen finden. Außerdem ist es ein Hund. Ich kann... Nein. Oh, ich muss ihm helfen. Oh, es tut... Oh, wenn jetzt jemand stirbt deswegen... Aber ich muss ihm helfen, okay? Es ist ein Hund. Ich kann den Hund nicht sterben lassen. Da guck ihn dir an. Regel 1 in jedem Film. Der Hund stirbt nicht. Never. Das kann ich nicht machen. Schon wieder Raider. Das ist doch ein fucking Joke. Hätte ich Mary Jane nicht, wäre ich längst tot. So oft wie die angreift, Pancake ist tot. Ich habe gerade erst ein Medikit benutzt. Ja, Pancake ist raus. Weil ja Mary Jane den Bunker nicht verteidigen kann. Heißt das jetzt, weil ich den Hund hatte, wurde er vom Spiel vorgezogen zu verteidigen und jetzt ist er halt weg. Ich habe gerade erst ein Medikit für den Jungen benutzt. Ne? Das ist ein sehr schlechter Payoff. Lautes Hämmern. Könnte das Militär sein? Oh, ich muss fast. Weil ich glaube, es ist alles getan, dass das Militär uns helfen könnte, ne? Außerdem habe ich Mary Jane, wenn was passiert. Es könnte das Militär sein. Wir haben mit einem Soldaten geredet. Wir haben unsere Position markiert. Wir haben die Waffe aufgegeben. Das hier könnte jetzt Make or Break sein, ne? Das könnte jetzt Untergang sein oder Rettung. Ich klicke es. Ich gehe auf Vollrisiko. Wenn nicht, dann hasse ich das Spiel sehr. Was? Hä? Ah. Das war ein Angreifer. Es ist schon wieder jemand an der Falltür und die hämmern wieder wie wild. Soll ich aufmachen und gucken, was passiert? Ach komm, ich will nur noch hier raus. Ich will, dass es vorbei ist. Ich bin seit über einer Stunde hier. Ende. Oh, go fuck yourself. Ist das das Militär oder Raider? Ich weiß es nicht. Nee, es ist Militär. Es ist echt Militär. Ich dachte, es wären Raider, weil die sehen von hinten lockt gleich aus. Tatsache, 50 Tage. Jetzt kann ich mich freuen, gerade eben war ich pisst. 50 Tage. Ich dachte, es wäre vorbei. Ich habe das gerade gewonnen. Ich habe das Spiel über ein Jahr nicht gespielt. Habe ewig gebraucht, es zu gewinnen. Und jetzt habe ich es random gewonnen. Das ist alles Mary Janes Verdienst. Alles Mary Janes Verdienst. 50 fucking Tage. Und Militär und ich bin raus. Das ist so anticlimactic.
fucking serious? Wirklich? Wirklich? 8-mal habe ich den Bunker verteidigt, das ist doch lächerlich. Was? Hä? Ich möchte ganz kurz an die Geschichte abreißen, dieses Spiels. Okay. Ich habe das gespielt, ich habe glaube 6 Videos gebraucht, um es überhaupt mal zu gewinnen. Das war durch absolutes Luck. So, und ich wurde fast wahnsinnig dabei. Und ich war sehr, sehr froh, als ich es gewonnen hatte. Und jetzt, nach über einem Jahr, spiele ich das wieder. Erste Session, erste Aufnahme und ich gewinne. Versteh mich nicht falsch, ich freue mich ja, aber... Was? Was? Ich lasse das einfach mal so stehen, als solches. Ich habe keine weiteren Worte. Ja, das... Ich habe halt gewonnen. Ich weiß es nicht. Ich hab halt gewonnen. Das war ja easy jetzt. What the fuck? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Lauben zum Leibhatten aufs Maul zuhauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Wie bitte habe ich das jetzt gewonnen? Was? Ich beschwere mich nicht. Nee, ich nehm's. Danke.